Göhrenkind nicht um 19.30 Uhr im Bett liegt, dann komme ich nicht zu dieser Weinflasche. Nee, ich kümmere mich schon die ganze Zeit um dieses Kind. Die Nanny übernimmt zwar 8 Stunden am Tag, aber nein, also eine Stunde ist mir auch zu viel. Was ich trinke? Tee. Mit Schuss natürlich, damit ich das alles überstehe. Die Kita hat immer noch geschlossen. Her. Marie, Annelie, Sophie, hast du deine Sachen nun gepackt? Hä, warum, Mama? Warum? Hast du dieses Kind bei mich für? Ja, schmeckt's gut, Mami, schmeckt's dir gut? Du weißt nicht, wie lecker dieser Salat ist, Marie, Annelie, Sophie. Ich kann's mir vorstellen. Das Einzige, was ich verstehe, ist, warum ich den nicht auch bekomme. Warum nicht? Ihr streitet gerade und der Mann will es klären. Er will Ruhe haben, ja? Klar, verständlich. Ist ja normal. So. Aber sie redet und redet und läuft dann weg. Was glaubst du, was der Papa macht? Wegdrehen und um Gott sagen. Genau, er dreht sich erstmal weg und sagt, oh Gott. Oh Gott. Aber weil er weiß, beziehungsweise nein, er weiß nicht, ja? Er ist dem ausgeliefert. Was heißt ausgeliefert, Mama? Und das ist das, was sie nämlich will und dann kichert sie. Wie so eine böse Hexe. Du rennst mir ja nicht mal hinterher. Doch, siehst du. Du rennst mir ja nicht mal hinterher. Doch, siehst du doch, Schatz. Ich komm doch gerade. Aber nicht wirklich. Und irgendwie, du musst es ja auch wirklich wollen, ja? Ich sehe nicht, dass du es wirklich willst. Und was lernen wir daraus? Den anderen zu manipulieren klappt in den meisten Fällen. Genau. Ja, die Mama, die trinkt immer so viel. Auch so besonderen Gläser, die haben so einen langen Stiel und dann telefoniert sie immer mit irgendeiner anderen Frau und erzählt so komische Sachen. Ich bin's, der hält nichts geheim. Die kreuzt einfach hier auf. Also, sie ist noch nicht aufgekreuzt. In meiner Geschichte ist sie aufgekreuzt, aber ich könnte wetten mit dir, sie kreuzt hier auf. Marie, Annelie, Sophie, nicht zu dem Mann da hinten. Der lebt auf der Straße. Der hat ganz viele Bakterien. Marie, Annelie, Sophie, der Urlaub steht bald an. Ja, Mama. Und dann möchte ich mit dir... Mit mir zusammen den Urlaub fliegen, weil du mich so gern hast, Mami. Nein, ich möchte nicht mit dir dorthin reisen. Ich möchte mit dir besprechen, wie wir das organisieren, wo du sein... Dieses Kind hat immer so viel Aufmerksamkeit. Ja, also diese eine Stunde, die macht mich ja völlig fertig. Ja, ich war noch schockierter, als du es gerade bist. Ist deine Putzfrau auch so unzuverlässig? Marie, Sophie, Annelie, es ist schon 19.15 Uhr, ab nach Hause. Marie, Annelie, Sophie, hast du deine Sachen nun gepackt? Hä, warum, Mama? Warum? Also dieses Kind war ja, ja. Mama, sag mal, wo warst denn du das Wochenende? Hier war so ein komischer Mann mit so einem Krokodil. Und, also wo warst du? Du warst gar nicht hier, kann es sein? Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Die Mama, die war das ganze Wochenende da. Bist du dir sicher, dass du da warst, Mami? Denn der Mann sah nicht so aus wie du. Mama, rufst du den Papi an, ja, oder hallo? Wen? Bin ich hier bei der Schauspielagentur? Ist mein Papi jetzt ein Schauspieler? Ich möchte mich beschweren. Das geht nicht. Sie können nicht einen Mann schicken und der soll dann mich spielen. Das geht einfach nicht. Meine Tochter, die hat das schon verstanden. Natürlich habe ich ihr weismachen können, dass ich das nicht bin. So, Marie, pass mal auf. Was denn, Mami? Kannst du noch ganz kurz erklären, was cringe bedeutet, damit sie da draußen, wenn sie anderen jungen Leuten begegnet und die dann irgendwas von cringe reden, dass sie überhaupt weiß, was, also wie sie da reagieren könnte? Wenn jemand cringe zu dir sagt, dann kannst du erst mal sagen, was für, Digga? Was für, Digga? So, Marie, Annelie, Sophie. Also, Mama, so kannst du nicht aus dem Haus gehen. Cool ist was anderes. Genau, das hast du richtig erkannt. Die Mama, die wollte mal cool sein. Das habe ich überhaupt gar nicht gesagt. Aber lenk bitte nicht vom Thema ab. Hast du deine Koffer gepackt? Hä, welche Koffer, Mama? Du bist 3 Jahre. Seit 3 Jahren packst du deine Koffer. Immer am Freitag. Mama, was machst du? Hallo, geht's noch? Papi, hör mir jetzt ganz genau zu. In dieser Familie macht jeder, was er will. Das habe ich ja schon 1000 Mal gesagt. Aber diesmal reicht's mir. Ich packe meine Koffer und packe alles ein. Auch du kommst mit. Es reicht. Pack deinen Minirock ein und wir verschwinden hier. Mein Mustang muss ich auch wohl mitnehmen. Steig ein, mein Mustang, mit deinem kurzen Röckchen. Marie, Annelie, Sophie, du hast ja deinen Koffer immer noch nicht gepackt. Ja, Mami. Was
für ein Latte? Pumpkin. Sophie, wenn du dann nach draußen gehst und dir irgendjemand doof kommt, ja? Also, was sagt man denn alles? Tschüss, Digga. Was für, Digga? Schau mal, dass du fortkommst. Deine Mutter ist so... Marie-Annelie-Sophie, schau mal, die Mama, die nennt dich sogar bei dreien, mit deinen drei Namen. Ja, Mami. Ja, pass auf, das ist so schön, dass du Bilder malst. Aber denk mal noch mal nach, warum du sie im Kindergarten malst, ja? Meine Kreativität will ich ausleben. Nein. Für euch male ich die, damit ihr euch freut. Du malst sie im Kindergarten, damit sie dort bleiben. Hä? Ja, weil die Erzieherin, die können nicht auch Männer, Mami. Haben, weißt Echt, du? Mami? Erzieherinnen und Erzieher. Genau, das sind auch Männer. Sind die schwul, Mami? Nein, die sind nicht schwul. Ich mag Schwule. Mein Papa ist schwul, weißt du, Mami? Das weißt du doch, oder, Mami? Ich verstehe überhaupt gar nicht, was du mit diesem Schwul hast. Niemand ist schwul. Sowas gibt es nicht, ja? Okay, also, Mami. Pass auf. Genau. Bitte nicht mehr nach Hause bringen. In Ordnung? Wir haben so tolle Bilder, die hier hängen. Schau doch mal. Barbie, ich bin traurig. Das nicht mal auf die Kette, hier ein bisschen die Bilder gerade zu halten. Es gab nur eine Aufgabe für die Putzfrau. Bügeln, die Spülmaschine ein- und ausräumen, obwohl wir nicht da sind. Nochmal bügeln, aber richtig bügeln. Nee. Also Marie, Mama, was machst du? Hallo! Her mit dem Bild, bei dir ist es nicht sicher. Kunstwerk? Ja, es ist ein Kunstwerk, nur dass du es weißt. Und cool ist was anderes, Mama. Schade, aber irgendeine Tante oder so. Es gibt doch nette Tanten, oder? Deine Tante? Mit der haben wir auch nichts zu tun. Nee, nee, nee. Warum seid ihr denn überhaupt zerstritten? Was ist denn passiert? Erzähl doch mal, Mami. Warum wir in dieser Familie zerstritten sind? Weiß ich nicht. Kannst du alle anderen fragen, aber mich nicht. Ich weiß das nicht. Mit diesen Menschen möchte ich einfach nichts zu tun haben, ja? Was ist denn mit deinem Bruder? Die Mama wird nämlich gleich abgeholt. Mami, ich weiß. Du spielst in der Zeit Verstecken, ja? Du musst deine Äuglein zumachen, das hast du ja schon ganz gut hier gemacht. Okay, Mami. Und die Mama, die versteckt sich. Und wenn du dich wieder umdrehst, dann musst du die Mama das ganze Wochenende lang suchen, in Ordnung? Okay, Mami. Marie, Annelie, Sophie, komm jetzt endlich nach Hause. Ich habe für heute genug gesehen und ich will, dass du endlich ins Bett gehst. Es ist 19.23 Uhr. Du hast noch 7 Minuten. Ja, ich bin immer noch traumatisiert. Das war eine Geburt. Barbie, weißt du, was Geburt heißt? Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Gestern konnte ich nicht einschlafen. Sie ist überall. Ich werde immer eingeholt. Dies hilft mir auch nicht weiter. Dass sie ständig präsent ist. Wer denn, Mami? Ich? Nicht du, Marie-Anneliese. Also, ich hätte nicht gedacht, dass mein Urlaub so endet und meine Freizeit so beginnt. Da muss ich mich um sowas kümmern.